Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: Shadow of the Phoenix. Wir sind auf der vorletzten Map und kriegen immer wieder Besuch von irgendwelchen Gegnern. Wohin? Ist was? Ja. Also von irgendwelchen Schar-Echsen-Menschen. Was denn? Auf meinem Befehl. Was? Wie? So, bitte mal alle folgen. Ihr zwei auch? Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! So, hier drüben klappt alles ganz gut. Ich will etwas weiter vorgehen. Woher gut? Auf der Seite für unsere Verteidigung. So, hierhin. So, die Trolle können jetzt schon mal ihr Nahrungslager und ihren Jäger errichten. Arbeit! Geht's los? Hier drüben kommen mehr Priester, das ist nervig. Gut. Wo ist meine Keule? Lasst uns lieber Krieg führen. Was ist passiert? So. Geht da erstmal weg. Bereit. Das Gebäude ist Mir nach. einsatzbereit. Das Problem ist, jetzt stehen wir etwas arg weit vorne. Sollte nämlich jetzt gleich der Zehenschmied angerannt kommen, haben wir ein Problem. Die sollen weggehen! Arbeit, immer Arbeit! Was wollen die? Na schön, auch gut. Vorsicht! So, Nahrungslager ist fertig. Das heißt jetzt eine Jagdhütte. Warum? Und hier ein paar mehr Feuerwerfer. Ja, schon gut. Hier drüben sieht alles auch noch ganz gut aus. Darf ich töten? Was? Wie? Von mir aus? Jetzt steht hier nur leider etwas im Weg. Genau, der da. Mit dem da möchte ich mich gerade noch nicht anlegen. Keine Last. Nicht, solange hier nicht noch ein bisschen Ja, mehr schon gut. Defense steht und wir mehr Einheiten haben. Vorbei ein paar Einheiten, die gut draufknüppeln können. Nebenbei. Verbesserung fertig. So, das sollte auf der Seite dann auch demnächst mal reichen an Türmen. Lasst uns lieber Ein Krieg vielleicht führen. noch hier hinten. So.
aufs Licht. Das Gebäude ist einsatzbereit. Kämpft! Hier! Sofort! So. Dann fangen wir jetzt mal mit der Ork-Konstruktion an. Keiner Zug dahin. Wir brauchen eher den Platz. Dort für Nahrung. Errichtet hier die Keilerzucht. Dorthin also. Meine Keule. Wow, da drüben kommt jetzt einiges. Zu euren Diensten. Verstanden. Für die Rune. Schließt die Reihen. Halte durch, Männer. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. So, dann fangen wir auch mal an, Verbesserungen zu machen. Errichten eine Schmiede hier. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Die Rune befiehlt. So, und noch mehr Upgrades. Können wir auch gleich Eisenstäbel und Keiler rufen? Keilerstäbel, genau. So. Mittleres Haupthaus brauchen wir jetzt als nächstes mal. Ja, ja. Verbesserung ist fertiggestellt. Verbesserung ist fertiggestellt. Was wollen die? Okay, jetzt wird's hier drüben ein paar viele. Was wollen die? Wo kommen die her? Meine Keule. Okay, jetzt wird's arg viele. Verschwindet! Was wollen die? Jetzt sollten mal ganz schleunigst die Priester fallen. Weil der ihre Heilung ist unmenschlich. Auf mein Zeichen! Achtung!
Auf meinem Befehl. Folgt mir. So. Ein großes Haupthaus als nächstes. Na, schon dabei. Ignorieren wir die Straßen, setzen wir es dahin. Wo kommen die her? Was wollen die? Verschwindet! Die sollen weggehen! Was ist? Ja. Ja, dahin. Okay, gleich wieder ein Angriff hier drüben. Achtung! So, du bist tot. Was fehlt uns dann eigentlich noch alles? Dunkle Schmiede. Oh, ein Keulenschnitzer fehlt uns noch. Woher gut? Also was brauchen die hier ja auch noch? Als nächstes. Na los. Ich weiß nicht, will ich die Ruhmeshalle? Nee, geht auch ohne. Will ich überhaupt die dunkle Schmiede? Lass das Ding wieder ein. Ich will ja nicht mal die dunkle Schmiede. Für was? Ich brauche ein Blutheiligtum. Na los! Haltet durch, Männer! Was ich nämlich einfach brauche, sind Haudraufs. Ist dorthin also. Was jetzt? Dorthin also. Und ich sollte langsam mal meine Holzfäller verschieben. Jedenfalls den einen. Der andere hätte hier noch genug Holz.
Das Gebäude ist einsatzbereit. Was jetzt? Dorthin also. So, dann ein Nahrungssammler. Ein Nahrungslager, nicht Sammler. Das Gebäude ist einsatzbereit.